Heute ist Donnerstag, der 11. März. Und heute ist ein Tag, an dem es ziemlich stürmisch werden soll. Vor 10 Minuten wollte ich eigentlich das Video starten, es ging dann nicht. Und da hätte ich noch sagen können, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Da schien nämlich noch ganz kurzfristig die Sonne. Aber jetzt regnet es schon ziemlich und es soll heute Mittag Windböen bis zu 80 bis 110 km/h geben. Also, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt Videos mache. Ich bin ein bisschen genervt, dass ich trotz der 1000 Abonnenten immer noch nicht live streamen kann, dass YouTube das noch nicht freigeschaltet hat. Und deswegen wird es Videos dazu wahrscheinlich hier im Kanal geben. Schaut rein. Temperaturen sollen sein, so irgendwie zwischen 6, 8 Grad. Hochwasser ist gewesen um 9.30 Uhr. Niedrigwasser ist um 16 Uhr irgendwie, glaube ich. Ziemlich sicher. Und das bedeutet, dass wir also keine allzu große Wasserbewegung zu dieser starken Sturmzeit haben. Auf der anderen Seite ist Wind aus südlichen Richtungen kommend, also da auch keine große Gefahr. Sonnenstunden entsprechend bei Null. Heute vielleicht so ein bisschen, aber vorhin hat die Sonne geschienen. Mal gucken. Wetter ist ja immer interessant in Cuxhaven, abwechslungsreich. Deswegen vertraue ich auch dem Wetterbericht nicht so wirklich und dann gehe immer nach dem, was ich gerade aktuell sehe. Und deswegen mache ich auch für euch jetzt hier dieses kurze Wettervideo, damit ihr einfach aktuelles Wetter habt und nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eins von irgendeinem Wetterdienst, der eben stimmt, aber eben nicht für hier. Exakt. Bisschen Voraussicht angesagt für morgen ist etwas abflachender Wind, aber für Samstag soll es dann schon wieder stürmischer werden. Insgesamt Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 80 km/h. Am Wochenende könnte es am Samstag nochmal auf 110 km/h wohl gehen. Eigentlich mehr auf dem Meer. Wir werden sehen, wie es hier ist. Und für weitere Videos hier, gerade von heute, vom Sturm Klaus übrigens heißt er, findet ihr im Kanal. Abonniert ihn gerne und ihr werdet informiert, sobald es hochgeladen ist oder die Videos hochgeladen sind. Tschüss, eure Astrid Marie.